Jo, moin Flüten, hallo liebe Landratten und Rädchen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, wir gehen mal in die Krypta und treffen dort Sebastian, den wir dann ausrichten dürfen, dass sein Onkel ihm das nicht verzeiht, dass er einen unverzeihlichen Fluch angewandt hat. Ne? Den heißen sie ja so, hat er ja auch gesagt. Okay. Wo bist du? Da bist du. Jo, Hast du meinen können Onkel wir's. gesprochen? Ja, war jetzt nicht ganz so positiv. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Oh Mann, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er irgendwann unser Endgegner wird. So ein bisschen, dass wir uns irgendwann gegen ihn stellen müssen, weil er einfach zu viel böse Magie anwendet. Nee, gut, okay. Was für ein Wappen schickst du Anne? Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Okay. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Hier drin der andere Fluch auch nicht. Schöne Sperrzone für diese Zauber in Hogwarts. Okay. Funktioniert hier auch nicht. Falsche Seite für den Ausgang. Der Ausgang ist da drüben. Schön. So. Was? Oh, guck mal, wir haben hier wieder Sachen. Aufträge. Schließe 18 Nebenbeziehungsaufträge ab. Glücks. Leprische. Leprechan. Ist das Französisch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Wort freigeschaltet. Das ist doch schon mal gut. So, Aufträge. Das vergessene Ei. Poppy hat mir eine Eule geschickt. Die weiß, wohin wir das Drachenei bringen können. Ich soll sie am Dorfplatz von Hogsmeade treffen. Das könnten wir fast als nächstes machen. Das ist so ein bisschen zusammenhängt dann, bevor wir das auseinanderreißen, diese Aufträge. Ja, Auftrag verfolgen. Schon mal und dann dahin reisen. Auf geht's nach Hogsmeade. Immer wieder schön hier, ne? Hauselfen waren schon immer die Besten. Da sollen wir eh warten. Wenn wir eh warten sollen, dann können wir auch mal ganz kurz ein bisschen was von den gesammelten Items Ich leide loswerden. unter dem Schrecken. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Das ist blöd.
So, ist schlechter, kann weg. Ist schlechter, kann weg. Auch weg. Ebenso. Ja, tatsächlich auch. Das auch. 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 Überhaupt noch Sachen im Angebot, die irgendwie besser sind als das, was wir tragen? Nicht mal die versteckten. Ah, das hier. Der Schal. Himmelsblauer Ransenschal mit Runenmuster. Okay. Diese Maske ist ein bisschen besser. Und dieser Handschuh. Offensive 101. Ich weiß nicht, dafür so viel Geld ausgeben, das ist ein ganzer Tausender. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie dagegen sind. Das ist doch garantiert auch so. Sie ist sonst verlässlicher. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Mhm. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Okay. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man den Flug eines Drachen? Gute Frage, vor allem, wenn er schon lange weg ist. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ah, Fährten lesen. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Ich hoffe, die erinnert sich, dass wir sie freigelassen haben. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hebriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Warum nicht das Ei behalten? Also wenn du nicht unbedingt ein Drachenspiegelei machen willst zum Frühstück, dann eher nicht so, weil das Ding schlüpft ja irgendwann mal. Also gut, wir brüten es jetzt gerade nicht aus, aber möglich wär's. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein, es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Genau, auch eine gute Einstellung. Wenn du recht hast und wir sie hier finden... Wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf.
Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, Rebellion. Wenn du es bist. Okay. Ja, dann. Laut Karte dieser Weg. Wow. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ja, moin. Hi. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Rebellion. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Imperium. Defendus. Oh, das, wir können die wirklich gegeneinander aufhetzen. Rüste dich mit gefundener, gekaufter oder... Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Rebellion. Ich brauche es mindestens 10. Okay, da geht's wahrscheinlich jetzt nicht weiter. Oh, hier sieht's doch ganz gut aus. Ist sie wieder. Okay. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Fantastisch. Und weg ist sie auch wieder. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Ich hoffe, die hält uns nicht für einen Schaf. Vorsichtig. Bisschen tief hier runter, aber kein Problem. Passt alles. Oh Jesus, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Rebellion. Hat die das jetzt ja alles zerstört? Das wäre ja ganz schön drastische Maßnahme hier. So. Okay, mal weiter hier runter. Psst, was war das? Was denn? Oh, Katzen. Ja, moin. Ja, wie jetzt? Gelange an den Drachen vorbei zum Nest? Ja, also, ich meine, das Offensichtlichste wäre jetzt erstmal das hier, wa? Aber ich darf keine Zauber anwenden?
durch, glaube ich, oder? Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es auch weiter so. Wir müssen nur das Beste erreichen. Ja, das ist uns nicht leicht. Nicht so wirklich, ne? Erstmal hier in Deckung bleiben. Kein herzlicher Empfang. Nee. Ach, etwas von einem Kaminfeuer. Ja. Oh Gott. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es noch versuchen, aber dafür ist es zu spät. Lieber Drache, netter Drache. Bis zu der Öffnung unter ihr. Öffnung unter ihr. Oder welcher? Der ist keine Öffnung, der ist Felsen. Und da vielleicht? Ach, da. Okay. Oh oh. Lebst du noch? Lebt noch, glaube ich, oder? Genial. Okay, ich habe nur das Gefühl, die kann hier irgendwie anders rein. Da ist das Nest. Wir sind fast da. Wieso sind hier Spinnenweben? Das gefällt mir nicht. Knochen. Noch mehr Knochen. Ich habe von unten schon gedacht, warum das sind ist. Alle Brücken zerstört. Reparo. Damit keiner Zugang zum Nest bekommt, Mädel. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Okay, noch ist der Drache weg. So, Drachenei platzieren. Oh oh. Hi. Wir haben es von den Wilderern zurückgebracht. Realisiert das. Genau, sucht den anderen einen sicheren Brutort. Weg von den Wilderern. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Leute unterschätzen Tierwesen oft. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ich bin noch nicht bereit. Für was denn? Oh, machen wir mal das Erste. Sollen wir zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer... Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Okay.
konnte ich so blind sein? Auftrag abgeschlossen, das vergessene Ei. Rudi, du willst so zur Post, nehme ich jetzt mal an, Mädel. Oh, was gibt's denn hier? Oh, Zeitung. Nice. Es war ein Unfall, beharrt der Basiliskenzüchter. Der Zauberer von Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem er bei einer Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes des Basiliskengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetzestreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Nachbar des inhaftierten Zauberers, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt, einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Der Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zauber Garmort, oh, keine Ahnung, auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Und die sagte, ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden. Oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Okay. Cool. Gab's das hier schon öfter? Also wir waren einmal hier, da war der Stand zerstört. Aber nice, solche Mini-Geschichten nebenbei noch mitzukriegen. Okay. Gudi. Wir wären hier eigentlich soweit durch. Auch für eine Folgenlänge wären wir gerade sehr ideal. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Und, ja, schaut auch gerne auf den Discord-Server vorbei. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Maus, Maus.